Der Squeezy auf jeden Fall super sexy. Und jetzt würde ich sagen, beißen wir in das gute Stück und schauen, wie es schmeckt. Bevor wir in dieses Video starten, möchte ich mich bedanken für den überkrassen Support. Ihr liked, ihr kommentiert, ihr abonniert. Wir nähern uns langsam dem Ende des Jahres. Jetzt habe ich mir überlegt, bis Silvester jeden Mittwoch, jeden Freitag und jeden Sonntag um 12 Uhr mittags ein Video für euch hochzuladen, deutsche Zeit. Deswegen liked weiter fleißig und ja, danke für den Support. Viel Spaß in diesem Video. So Freunde, wir befinden uns vor der Mall of Arabia. Was passiert hier heute oder was wollen wir machen? Ich habe einfach Bock gehabt auf einen richtigen American Burger. Problem ist, ich weiß nicht, ob wir da drin so richtig filmen dürfen. Deswegen werde ich die Cam jetzt ein bisschen low-key mitnehmen. Wir müssen jetzt mit Handy filmen, weil die am Eingang der Mall gesagt haben, dass Kameras verboten sind. Naja. Echt komisch mit Handy zu filmen. Freunde, wir suchen jetzt den Burger Truck. So heißt es zumindest. BGRG. Nee, BRGR. Truck einfach. Es ist, glaube ich, kein Truck. Ich habe gedacht, es ist ein Truck, aber es ist keiner. Hast du einen Schuh gefunden, ne? Ist eigentlich auch chillig, mal einen Vlog nur mit Handy zu drehen, finde ich. Könnte man locker machen. Fällt dir? Ja, sieht cool aus. Dann nehmen wir mit. Ein paar Sekunden später. Glücklich. Yes. Dann bin ich auch glücklich. So Freunde, wir haben es gefunden. BRGR. Burger. Schauen wir mal, was der Laden so kann. Ich hoffe, dass wir jetzt hier in Ruhe filmen können. Wir haben Burger bestellt. Der Laden sieht vielversprechend aus. Geile Karte. Ganz wenig Auswahl von Burgern. Es wirkt sehr amerikanisch und ich hoffe, dass es einfach jetzt geile Burger sind. Ich habe mir einen Double Cheeseburger bestellt. Sami hat sich einen Chicken Burger bestellt und Pancakes mit Nutella. Entschuldigt für das Licht, wir müssen hier ein bisschen versteckt filmen. Ich hoffe trotzdem, dieser Burger hier, schaut ihn euch an. Zweimal Fleischpatty. Die Buns, auch super. Warum mache ich jetzt auf Wissenschaftler? Die Brote obendrauf, auch super. Sind nicht, also ich sag mal, ich habe schon bessere Brote gehabt, aber sind sehr lecker. Dann die Tomate, schaut mal hier rein. Schön buttrig angebraten. Hier sieht man innen der Salat, alles schön. Der Squeeze hier auf jeden Fall super sexy. Und jetzt würde ich sagen, beißen wir in das gute Stück und schauen, wie das schmeckt. Boah. Komplett Game Over. Echt jetzt? Boah, ist der Burger geil. Komplett Game Over, Leute. Ich sag, mehr kann ich dazu. Das ist das erste Mal, dass du das sagst hier in Ägypten. Boah. Ja, bei einem Burger echt, gell? Komplett Game Over. Boah. Ich weiß, jeder YouTuber benutzt dieses Wort, ja. Aber man merkt die Röstaromen. Ich will es nicht sagen, aber es ist einfach jetzt Facts. Das Fleisch schön weich, perfekt gebraten, der Käse. Unser letzter Burger, was habe ich dem für eine Note gegeben? Note 7, gell? Ja. 9 ist Maximum, was ich gegessen habe. Shukran. Schaut, was wir hier noch bekommen haben. Mini-Pancakes. Schaut mal, wie nice auch dieser Becher hier aussieht, wo das Teil nicht richtig drauf passt. Ist geil, Alter. Ist ein cooler Becher. Würde ich gerne mitnehmen. Mach ich auch. Das hier ist Samias Burger. Ich schwöre, der sieht gut aus. Und ich sag dir eins, der wird dir so heftig schmecken. Echt? Der sieht echt gut aus. Okay, probieren wir mal. Ist ja gut. Mmh. Ich habe noch nie in Ägypten so einen guten Burger gegessen. Ja. Ohne Milch. Und mir schmeckt dieses Brot so gut. Das ist fast, also es ist perfekt für mich. Ich mag das. So ein weiches Brot, richtig lecker. Mmh. Und die Sauergürkchen ist wie so, wie heißt es, die Kirsche auf der Sahnetorte.
Richtig, also Fleisch gut. Dieses Fleisch hat wirklich mal Geschmack. Schaut mal hier. So muss ein Burger aussehen. Richtig matschig, nasty, aber trotzdem nicht zu feucht. Man sieht hier, der Boden ist trotzdem stabil. Hier oben alles trocken. Das ist schon wirklich der Gerät. Schwierig, weil die so fluffy sind. Da kann man nicht viel falsch machen, oder? Mm. Die sind so fluffy. Gib her so ein Ding. Nein, ist in Ruhe. Wie luftig die sind. Das ist wie Luft im Mund. So luftig sind die so. Mm. Gell? Die Wolken. Die sind schon sehr, sehr besonders weich. Mhm. Man will gar nicht zubeißen, gell? Man kann die gefühlt ohne Zähne essen. So luftig sind die. Also ich esse jetzt auf, mache jetzt alles fertig hier, lass diese drei Pancakes noch verschwinden. Dann sage ich euch noch, wie viel das Ganze gekostet hat. Schreibt gerne unten in die Kommentare, was ihr jetzt denkt, was das gekostet hat. Um jetzt einmal hier auf diesen überkranken Burger zu kommen, eine 8,5. Dieser Burger hat gekostet 16 Euro. Also nicht der ganze Burger, sondern das ganze Menü. Was der einzelne Burger gekostet hat, weiß ich jetzt nicht. Der einzelne Burger hat, glaube ich, 80 Pfund ich hab's vergessen, Digga. Pommes, zwei Burger, zwei Getränke und die Pancakes. 16 Euro. Der einzelne Burger von mir, Double Cheeseburger so gesagt, hat 3 Euro irgendwas gekostet oder 2,80 Euro. Für die Qualität, die der Burger da gerade abgeliefert hat, ist es geisteskrank gut. Ich weiß gar nicht, ob ich in Deutschland schon mal einen besseren gegessen habe, muss ich ehrlich sein. Weiß nicht, aber der war wirklich gut. Ja, doch, ich schon. Echt? Ich, doch, in ich Berlin. Weiß wo, bei Burgermeister. War meiner. Ja, Berlin, ja. Wir schauen uns jetzt eine Kunstgalerie an. Und ja. Danke fürs Einschalten. Euer Lieblings-Influencer-Paar. Stell dich mal kurz vor diese Tafel, ich will mal zeigen, wie groß diese Tafeln hier sind. Danke. Da ist der Chef. Ich mach Snaps. Kann ich bei dir machen? Ja. Für alle Leute, die es interessiert, wer eigentlich unser Fahrer ist. Magdi ist unser Fahrer, schon seit Jahren. Und Familienfreund. Das Auto gehört Samias Papa, steht bei uns in der Nähe von der Wohnung in der Garage und wenn wir ihn brauchen, rufen wir ihn an, dann kommt er, holt das Auto und fährt uns rum und wird dafür auch bezahlt. Sieht cool aus hier. Sag, was du sagen wolltest. Hier gibt es die Arkan Art Week, nennt sich das. Hier ist der Eingang und ich glaube, das ist so eine Outdoor-Ausstellung sogar. Ja, let's go, schauen wir uns an. Arkan. Arkan? Wir haben einen roten Teppich sogar. Oh. Ich bin Paparazzi. Hör auf. Oh. Was tragen Sie heute? Was tragen Sie heute? Nichts. Was tragen Sie heute? Das sind meine Farben. Oh, zeig mal her. Wow. You're looking pretty. Kannst du ein Foto von mir machen? Also richtig schön, wer so malen kann. Und es ist so, es sind nur nationale Künstler und das finde ich cool. Das ist auch der Grund, warum es extra cool ist, weil es Ägypter gemacht haben. Nein. Doch, das aber ist so. Aber ich finde es cool, dass die das so showcasen hier, dass die so proud sind. Ich finde halt einfach so, Mensch, ich kann damit nichts anfangen. Also es tut mir leid, ich kann damit nichts anfangen. Wenn ich das anschaue, zum Beispiel jetzt. Ja, das hier, was soll das sein jetzt? Ehrlich, ich könnte jetzt so viele Sachen dazu sagen, was ich natürlich jetzt nicht machen werde. Aber ich werde es jetzt niemals in mein Wohnzimmer stellen sollen. Also es ist so, man schaut die an, kann sich eins aussuchen, man kann es dann auch kaufen. Man kann sogar mit Karte bezahlen. Ja, genau. Stark. Das gefällt mir. Oh mein Okay, Gott. Ich sag mal, das hier ist jetzt wirklich ein sehr, richtig, sehr wildes Bild. Ja, und ich glaube, ich vielleicht... Weil wir renovieren ja gerade die Wohnung, vielleicht willst du... Sag mir, weißt du, was du dir abschminken kannst? Das Bild, muss ich ehrlich sagen, ist wild. Warum? Das hier. Guck. Ist nicht einfach nachzumalen. Schaut mal, Details mit Falten, krank. Mit Farben gespielt. Ja, das ist... Das verstehe ich. Da würde ich sagen, okay, das ist Kunst.
Nächstes Problemthema. Abstrakte Kunst, denke ich, ist das. Wenn man das so nennen darf. Mach mich sauer, sowas. Das sieht einfach für mich nicht schön aus. Ja, das ist wild. Das da ist kann wild. Ich nichts sagen. Das ist so schön. Bisschen überbelichtet. Aber ist schön, ja. Aber das ist auch wild. Schau mal. Ah, und so hat er angefangen. Schau, das sind die Skizzen, die er gemacht hat. Man macht eigentlich meistens erst mit Bleistift und dann malt man es aus mit Acryl oder Öl. Ist das auch gemalt? Ja, auch gemalt. Das zum Beispiel finde ich auch sehr schön, weil es sieht sehr realistisch aus. Und was ich euch sagen kann ist, Samia ist eine begnadete Zeichnerin. Also sie kann sehr gut zeichnen. Ich sag so, wenn ich was mal, ich kann euch zeigen, wie es aussieht. Da gibt es hier kein Beispiel. Sieht aus, als hätte es ein vierjähriges Kind gemalt. Was hier auch noch ist, hier sind so Shops, zum Beispiel Schmuckshops etc. auch noch in diesem Walk. Okay, jetzt habe ich wirklich was gefunden, was mir zum Beispiel taugt. Das sieht cool aus. Was sagt ihr, Leute? Das hier ist cool. Würde ich machen, Leute. Ich finde, die haben was mit diesen türkischen Eismachern in Istanbul. Findet ihr nicht? Ja, Leute. Sami hat auch wieder was gefunden. Sieht auch gut aus. Kann man nicht sagen. Schön. Ist mir ein bisschen zu wenig. Das ist schön. Sehr, sehr wild. Aladdin und Jasmin. Schau, einfach Farbe hin. Sieht aus wie Aladdin und Jasmin, gell? Sehr süß. Bist du glücklich? Jo. Ich muss ehrlich zugeben, ich hätte es mir langweiliger vorgestellt. Es macht doch Spaß. Es ist echt nicht schlecht. Vor allem, weil die roten Teppich für mich ausgerollt haben. Ist gut. So, Freunde. Das war's. Auf der Art nicht? Darf ich noch nicht beenden? Nee, du kannst beenden, aber wir gehen jetzt noch Indoor. Da gibt es noch eine andere Ausstellung, nur mit Fotografie. Okay, dann nehmen wir euch da auch noch mit. Weil ihr schreibt alle in die Kommentare, macht die Videos länger. Kennst du ein paar Künstler oder was? Ja, also Farida, Sherif Ahmed, der hat sogar schon Bilder von mir gemacht. Dann. Also den hier. Der folge ich auf Instagram, die macht so krasse Bilder. Also jeder, der. Farida. Farida El Bustani, jeder, der gute Bilder sehen möchte, folgt dieser Person. Die macht Bilder all over the world und richtig krasse. Ich finde, das sieht jetzt für mich aus wie so ein Tatort. Wie sieht's für dich aus? Sag mal, was du darin siehst. Ja, irgendwie auch so oldschool, so Retro, 60er Jahre Mordfall, gell? Damit ihr mal wisst, was wir so machen, wenn die Kamera aus ist. Wir hängen auf Kunstgalerien. Kannst du einmal kurz mein Outfit filmen, bitte? So, eigentlich die Bauchtasche, die sieht man nicht. Aber wenn ich es jetzt übertreiben würde, müsste ich die Jacke ausziehen und so hier drüber bewegen. Ja, und dann müsste ich hier so stehen und mich einfach nicht bewegen. Hier drin darf man ja eigentlich auch nicht reden, oder? Ist es so, dass man hier drin nicht spricht? Natürlich, damit. Es ist eine Kunstausstellung, ist kein Museum. Chill mal. Ach so, Museum darf man nicht reden. Jetzt. Ihr könnt ja in den Kommentaren abstimmen, ob wir nach Luxor gehen sollen und das ausprobieren. Heißen Luftballon fliegen. Wir machen so. Wie viel? Nein, 500 Likes. 500 Likes. Die Sache ist, nach dieser Luxor, nach dieser Luftballonfahrt kann unser Leben vorbei sein. Ja, ich weiß. Weil das ist gefährlich in Ägypten. Samir will jetzt Postkarten kaufen. Ich will alle Parts of... Nee, das geht nicht. I'm sorry. It's fine. How much is one? Are they all the same or they have... Those samples are for free. Ah, for free? Yeah. So I can... Really? Oh, okay. Nice. Okay. Nicht mal das verkaufen. Ich weiß, aber es ist doch the last piece. Ich habe jetzt mal gefragt. Ja, aber wenn du es größer, kleiner haben willst, glaube ich, geht's. Also ich habe jetzt mal gefragt, was dieses hier kostet. Es kostet 8000 Pfund. 8000 Pfund sind 400 Euro, 430 Euro. Also ist es wirklich, ich bin ehrlich. Dieses Teil sieht für mich nach 2.000, 3.000 Euro aus. Auch wenn ich Kunst nicht verstehe, aber ich würde verstehen, da ich weiß, wie Kunst gehandelt wird und sowas, würde ich verstehen, wenn jemand sehr viel Geld dafür nimmt. Alleine diese Spiegelung von diesem Muster hier in dem Turban hier, finde ich schon eine sehr, sehr wilde Sache. Und die Schattierung im Gesicht, dieses bunte. Wir können drüber nachdenken. Das ist nur noch bis 17. Ja. Ich würde jetzt mal hier das Video beenden, oder? Ja. Danke für den Support, danke fürs Einschalten. Ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Gerne liken, kommentieren, abonniert diesen Kanal. Wir sehen uns Freitag wieder. Ab jetzt lade ich dreimal die Woche hoch. November, Dezember, ich schepper Videos raus. Das Goal ist es,
bis Silvester 5000 Abos zu knacken. Das willst du zum Geburtstag? Das kriegst du zum Geburtstag. Schau, siehst du? Willst du es zum Geburtstag? Ich kauf's dir. Mach's dir jetzt wieder leicht. Nein, ich will eine Reise und zwar nach ins Paradies, nach Sansibar oder nach irgendwo, wo schön ist.